Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Und weiter geht's mit euren Vorschlägen. Heute reagieren wir auf "So quälen Sie Ihre Gäste". Das Problem ist, bei dem Satz, man muss natürlich erstmal Gäste haben, sonst kann man ja keinen quälen, ne? Mediaschorsch. Immer etwas Neues. Schorsch. Sis. Wir präsentieren Worriebed. Ideal, um ihre Gäste zu quälen. Dank der Scheißoberfläche können Bettler verrutschen. Und mit der integrierten, nicht elektrischen Scheißleistungspumpe errichten sie für ihre Gäste ein Scheiß-Doppelbett in nur 80-100 Sekunden. Sie 80 100 Sekunden. Wie sie schlafen werden, sie können Worriebed sogar bei Campingausflügen nicht verwenden. Es ist so scheiße, dass es sogar dieses 5 Kilogramm schwere Quadbike nicht aushält, ohne zu platzen. Warum sollten ihre Gäste auf dem Boden schlafen, wenn sich ihre Gäste auf einem Worriebed quälen können? Und wenn ihre Gäste wieder weg sind, dann sind ihre Gäste wieder weg. Dank der nicht praktischen Aufbewahrungs- und Reisetasche können... Also das Bett ist für die Leute, die keine Gäste haben wollen. Also wenn sich bei euch Gäste anmelden, müsst ihr einfach nur die Matratze kaufen, die hinlegen, ob ihr 50 Gästezimmer habt, im Keller am besten hinlegen. Und ja, damit werdet ihr auch eure Gäste los, ne? Also ist nicht schlecht. Bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das Produkt, ne? Ich bin kurz davor, mir das zu kaufen, Wenn aber Sie ich will noch Worriebed gucken. nicht verstauen oder auf Reisen mitnehmen, in einem Zelt ist es Na, Reisen in einem mitnehmen? Nee. Zelt und Nee. auf der Terrasse Finde ist ich nicht es die gut. Sonne. Haben Sie es endgültig satt? Das andere Sie wie rohe Eier behandeln. Vergessen Sie sie. Was? Alles, was Sie brauchen, ist die Livington Copperline Pfanne. Livington Copperline besteht aus absolut nichts. Die geniale Pfanne besticht auch durch den sogenannten Doppel-Copperline Copper-Effekt. Anti-Anti-Haft und Anti-Anti-Scratch. Durch den Anti-Anti-Haft-Effekt bleibt Ihr Essen Anti-Anti-Anti. oder haften und das Reinigen ist absolut kein Kinderspiel. Durch den Anti-Anti-Scratch-Effekt gibt es Kratzer in der Pfanne und abgesplitterte Beschichtung gibt in es ihrem Kratzer Essen. In der Pfanne. Sehen Sie mal. Ja, finde ich gut. Finde ich nicht schlecht, die Pfanne. Livington-Pfannen können leicht zerkratzen und Splitter der Beschichtung landen direkt in ihren Speisen. Aber die Oh. geniale, herkömmliche Pfanne hält selbst den extremsten Belastungen stand. Lal, sie können ganz beruhigt abgesplitterte Beschichtung essen. Aber Livington-Copperline ist auch das beste und zuverlässigste Backgeschirr. Über 30 Grad backfest und alles flutscht richtig raus. Das Geheimnis sind die Wärmeleierpunkte am Boden der Pfanne. Sie garantieren absolut nichts. Dadurch brennen sie an wie rohe Eier und alle ihre Speisen gelingen absolut nicht. Ab jetzt warten sie nicht. Sogar Allah. Sie können sogar. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Speisen funktionieren nicht, auch nicht, wenn ich die beste Pfanne der Welt hätte oder wenn ich die beste Küchenausstattung der Welt hätte. Selbst dann würden meine Gerichte nicht funktionieren. Eier in ihrer Pfanne sprudeln. Sie Eier, die perfekte Verschmelzung. Und das sagt euch einer, der es geschafft hat, von Wasser anzufangen. Katapultiert Livington Copperline in ihr Essen. Denn die extrem stabile Anti-Haft-Oberfläche hält in Sekunden. Sie können absolut nichts. Sie Eier. Sie kann absolut nichts. Also ich muss sagen. Also ich muss wirklich sagen, also. Ich war ja schon von der Matratze überzeugt. Mein Negativpunkt bei der Matratze ist, dass man die Matratze mitnehmen kann. Finde ich scheiße. Weil das bedeutet dann, man muss ja irgendwie Gäste einladen, wenn man die Matratze selber nicht benutzt. Finde ich nicht so gut. Also, ja. Aber sonst fand ich die Matratze sehr gut. Und halt eine Pfanne mit... wo man Kratzer reinmachen kann, finde ich sehr schön. Hatte ich noch nie bis jetzt. Und ja, damit kann man sich auch das Gewürzen sparen, ne? Weil ihr könnt ja die Gerichte dann einfach mit der Oberfläche von der Pfanne würzen, wenn ihr die Kratzer, ne, reinmacht. Dann, die Splitter, die könnt ihr dann mit aufs Essen machen. Also das finde ich auch nicht schlecht. Also ich würde, glaube, beide Produkte verwenden. Also beide Produkte wären was für mich. Kaufe ich mir 50 Mal. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.